bist gekommen, mein Kind. Was wollen Sie? Ich möchte lediglich diese Gabe mit so vielen teilen wie möglich. Ein frommer Wunsch, nicht wahr? Du musst wissen, der heilige Leib verbindet uns alle. Dein Fleisch, deine Knochen, selbst deine Gedanken sind bereits eins mit uns. Bullshit. Ja, schon cool gemacht. Warum lehnst du inneren Frieden ab, wenn du lediglich die Gabe annehmen musst? Wie sie es tat. Sedlock! Ah, richtig. Die Zeit ist reif, dass dies Schaf sich unserem Bund anschließt. Oh, gesegnet sei er, gesegnet die süße Vergebung. Frohlocket! Und so sei es! Leon! Ada! Geh! Das ist auch ein geiler Trick. Einfach die Kugel so wieder rausgeschüttelt und so aus der Hand. Oh, das kann man machen. Ashley. Ashley. Verdammt. Boah, mit letzter Kraft schleppen wir uns hin. Labor B. Müsste da lang sein. Ja. Auf geht's. Oh. Versteh dich ja nicht, sie hat doch das Gegenmittel schon bekommen. Oh, das ist aber cool gemacht. Schön. Was zum? Gleich. Da kostet zu viel Kraft. Fuck, 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 es geht los. Cool. Schöne Idee irgendwie. Oh, versperrt. Wehre dich nicht länger, Kind. Halt's Maul! Ach du Schande. Oh, das sieht ja krass aus. Kann ich durch die durchlaufen? Ja. Cool. Das ist geil. Muss ich sagen, das feier ich ein bisschen. Verdammt nochmal. Ja, und steh auf. Du schaffst das. Let's do it. Nur noch ein paar Schritte. Komm, los. Ja, du hast es. So, du willst Schlüssel benutzen. Und Labor. Ja, ist ja nicht so, dass man jetzt so ansatzweise wüsste, was man da tut, irgendwie, ne? Muss ich etwas bewirken. Ja, aber was? Das ist ja das, was er hat, das hast du hier schon gegeben. Was willst du jetzt machen? Legst du jetzt da hin und was machst du? Schließt die Grafikkarte da oben an, oder was? Die da liegt? Du zuerst. Vergiss es. Ich sagte doch, ich bring dich heim. Gleich. Gleich. So, wir müssen matrixmäßig erstmal den Parasiten aus dem Körper rausfloppen, irgendwie. Es geht los. Und eine Reinigung, eine Säuberung. Ah!
Success! Platsch. Happy End. Kapitel beendet. So, Endspurt. Jetzt Boss. Jetzt geht's. Jetzt gilt's. Los, komm, Benny. Motivier mich nochmal hier auf die letzten Meter. Du würdest sterben. Okay. Das warst du? Ja. Ja, das war ich. Kannst du stehen? Bisschen zittrig noch, bisschen zittrig auf der Beine. Eine Karte? Ja, habe ich gefunden. Ich glaube, um hier rauszukommen, müssen wir da lang. Hey, wir sind ein Team, oder? Mach weiter, und es ist dein Job. Also war das die Entfernung der Parasiten? Oh Gott. Das war alles Luis? Ja. Dass wir noch leben, haben wir ihm zu verdanken. So, von der Insel kommen. Das ist jetzt die Mission. Da hinten steht noch eine Kiste, eine kaputte, die holen wir uns. Zack, Labeng. Zack, Labusch. Und hier, Settlers Absichten. Wer glaubt, dass die Plagas nur ein Werkzeug zur Erschaffung mächtiger Biowaffen sind, irrt. Ihr wahrer Wert liegt in ihrer Fähigkeit zur Kontrolle. Wie sehr ein Individuum sich auch wehren mag, eine einzige Injektion kann jeden in einen treuen Diener verwandeln. Wer braucht noch Spione, wenn man den Feind von heute mit der Verbündeten von morgen verwandeln kann? Ja. Nur einen einzelnen Insider zu kontrollieren, kann eine ganze Organisation, wenn nicht gar eine ganze Nation in die Knie zwingen. Die Massenproduktion der überlegenen Spezies hat dies möglich gemacht. Wir haben Settlers Macht verliehen. Es ist offensichtlich, was er als nächstes vorhat. Was passieren würde, wenn Settlers zu viel Kontrolle erlangt, kann man sich kaum ausmalen. 6 Milliarden treue Diener unter seiner alleinigen Führung. Es gäbe niemanden, der sich ihm entgegenstellt. Kein Krieg. Vielleicht gäbe es zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte Frieden. Aber ich weiß, wie Settler und die anderen die Leute auf dieser Insel seit Generationen unterdrücken. Ich weiß, wie er sie behandelt. Das ist kein Leben. Und deshalb werde ich das auf keinen Fall zulassen. Das war wohl von Sierra. Oh, die Probe, die ich den Bernstein nenne, hat einfach im Lager rumgelegen und Staub gesammelt. Oh, schön. Ja, wir hatten früher haufenweise Exemplare für Experimente. Es ist also gut möglich, dass dieses einfach übersehen wurde. Eigentlich habe ich ihn nur wegen seiner außergewöhnlichen Form in mein Labor gebracht. Nach einer ersten Analyse habe ich meine Meinung geändert. Der Bernstein hat eine sehr besondere Eigenschaft. Zwar ist der Parasit noch sehr klein und befindet sich in einem Übergangszustand, doch er trägt ganz offensichtlich das gleiche Organ in sich wie die dominante Spezies, die wir bisher nur bei Settler gesehen haben. Wenn er sein volles Entwicklungsstadium erreicht hat, könnte der Bernstein es mit Settlers Kraft aufnehmen. Sie vielleicht sogar übertreffen. Leider wurde der Bernstein von Settler konfisziert, bevor ich weiter daran forschen konnte. Er beobachtet mich sicher. Ich muss mir diese Probe zurückholen und fliehen, um meine Forschung woanders fortsetzen zu können. Es ist die einzige Möglichkeit, Settler die Stirn zu bieten. Natürlich kann ich diese Gruppe von außerhalb genauso wenig trauen, aber ich bin schon so weit gekommen. Hoffentlich kann ich mich wie immer irgendwie aus der Sache rausmogeln. Mir bleibt nichts anderes übrig, um die Welt, um der Welt willen. So, okay. Der hat ein halbes Umbrella-Labor zusammengeklaut. Aha, von Umbrella. Schau mal an. So. Ja. Unsere Abmachung von Luis. Ich habe die Forschungsdaten, die du wolltest. Lass uns treffen, Ort und Zeit wie besprochen. Nur nochmal zur Sicherheit. Wenn ich liefere, bringst du mich hier weg, richtig? Ja, Antwort. Ich hoffe, du hast den Bernstein nicht vergessen. Ohne ihn sind die Daten wertlos. Lass mich nicht mit leeren Händen zurückkehren.
Wäre doch schade, wenn dein Platz frei bleiben müsste. Unseren Code weißt du noch, oder? Entspann dich. Hab ihn nicht vergessen. Dann mach dir keine Sorgen um den Bernstein. Mir fällt schon was ein. Kannst du mir vielleicht eine Packung Kippen mitbringen? Mag es egal. Schön. So, das ist der Weg, ne? Genau. Müssen wir ins Heiligtum zurück? Ja, scheint so. Genau. Was? Sorry. Wie gesagt, wir sind ein Team. Bist schon richtig geübt. Ja. So, Ashley. Mir ging's nie besser. Gut. Ja, und jetzt geht's verdammt nochmal großartig. So. Mal durch. Wie es hier aussieht. Die Frau, die uns geholfen hat. Glaubst du, es geht ihr gut? Oh, ich bin sicher, da geht's prima. Die haut so leicht nichts um. Scheint sie gut zu kennen. So, das ist hier ein neuer Part. Das ist ganz interessant tatsächlich. Aber lang dürfte jetzt halt nicht sein, tatsächlich. Uff. Hallo. So, wirklich verdammt duster hier, also. So, Diamanten und alles haben wir jetzt ja auch wirklich en masse hier irgendwie. Oh, guck mal, da vorne ein Händler. So, ich meine, letztendlich, wenn du da deinen Shop hast, wo denkst du, wer dein Kunde ist? Wer kommt hier vorbei? Goldbarren. So, de Monsieur. Du hast den Geruch des Kampfes an dir kleben. Willkommen. Wofür kann ich dich begeistern? Soll doch eigentlich hier erstmal zuschlagen. Wenn du noch was zu erledigen hast, solltest du dich besser drum kümmern, bevor du da lang gehst. Du willst willkommen. So, okay. Die verkaufen wir, den Goldbarren verkaufen wir. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Ja, letztendlich können wir das jetzt alles hier verkaufen, ne? Irgendwie ist alles irgendwie wertlos. Ach so, nee, warte mal, wir könnten natürlich sagen, wir tauschen gegen den Kelch der Buße. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Eine interessante Zack. Wahl. Also ich meine das natürlich positiv. Und den können wir natürlich pimpen. For more cash. Nein, uns fehlt einer. Scheiße. Egal. Dann ist es so. Wir werden jetzt nämlich eh nicht mehr, also ist jetzt. Der Drops ist jetzt gelutscht, jetzt ist Endboss. Zack, zack, zack. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir in Fremder. Oh, dafür bekommst du ein hübsches Sümmchen. Oh. Alles muss Danke. Raus. Thank you. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. So, kein Platz. Warte mal, lass mal schauen. Was verkaufen wir? Wäre das dann komm, je. Come back anytime. Alles hier irgendwie im Arsch. So. Großartig. So, okay. Jederzeit wieder. Was? Und das jetzt?
Zack. Ich muss irgendwie ein bisschen Platz schaffen für den Rocket Launcher. So. Zack. So, sehr schön. Vierer hier, vierer da. Hm. Der wird genascht. Nein. So, zack. Ich denke, das dürfte reichen. Willkommen. Ja. Ich will ja nicht sagen. 80.000 Öcken. Manchmal sind die Dinge interessanter, wenn alle die gleichen Chancen haben. Ja, ja, ja. Findest du nicht? I know. So. Dann können wir jetzt natürlich nochmal sagen, wir tunen nochmal ein bisschen. Nenn mich ruhig pingelig, aber Schutzfeste reparieren ist immer gut. Voraussetzung. So, dann haben wir die noch hoch hier. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Probier mal, ob's passt. Kann ich sonst angenehme Reise? So, haben wir eine. Hier haben wir eine Schreibmaschine. So, Leute. Finale. So lockt er mich zu sich. Funktioniert, würde ich sagen. Funktioniert. Bleib hier. Bin gleich zurück. Okay. Hashtag Believer. So. Hey da! Sprunggelenk, alles gebrochen. Mal jemand ein bisschen autan bei. Und schon geht der Hentai Spaß los für die ganze Familie. Alles in hohen Schuhen. Alles in hohen Schuhen. Na? Das Privileg 1. Kannst du das nicht in High Heels? Ich hab's noch nicht probiert. Ich glaube, ich werde es auch nicht probieren. Hier steht kein Rot, weißt du? Von daher. Funktioniert ja nicht. Bettler um Vergebung! Was für ein ekelhaftes Scheißding. So, okay. Also, ich werde ihn mal erstmal so ein bisschen vorsichtig mit der Magnum einmassieren. Ja. Um ihn hoffentlich mit dem Schwachpunkt nachher irgendwie den Rest ziehen zu können. Was ärgerlich, aber nicht.
vor deinem Vater. Törichtes Kind. Und er wird dich erneut mit dem heiligen Leib sehen. So. Und? Schwachpunkt? Wart noch nicht. Spoiler-Alarm! Ich hab genug von deinem Scheiß. So, es wird natürlich schön, wenn Ada das macht, was auch Ada im Original gemacht hat. Ach du Scheiße. So, was? Ich bin gleich tot? Was? Sag doch nicht so was. Endlich ein Look, der zu dir passt. Hässlich, innen wie außen. Aber ich muss unser Date leider abbrechen. Und nur, dass das klar ist. An mir liegt's nicht. Reload. Oh. Schmeiß her das Ding, los! Komm easy mit zwei Raketenwerfern. Oh, hallo, kommt der da angepurzelt. Wirklich ganz hässlichen Ausschlag, der Mann da. Ganz, ganz hässlich. Ha. Tja, Ada wäre doch nicht Ada, oder? Was soll das werden? Nimm's nicht persönlich. Luis und ich hatten einen Deal. Keine Sorge, ich pass gut drauf auf. Ist schon hot, die Dame. Zeit zu gehen. Kommst du? Sehr attraktiv. Ich befürchte, ab hier gehen wir getrennte Wege. Danke, ihre Stiefel. Die mögen wir alle. Verstehe. Die mögen wir alle. Ja, so würde sich wahrscheinlich jeder von uns erstmal so hinsetzen. Also gerade bei euch Damen so bestimmt so erstmal. So, jetzt ist der Key to my heart. Sehr schön. Teddy Bear! Bis nächstes Mal, Leon. See you next time. Leon! So, jetzt poppt die Hose, hab ich drauf. Die Pose hast du drauf, ja. Ich verstehe nicht. Wie kann sie einfach... Geht alles hoch. Moment, was? Ja. Na, jetzt kommt die spritzige Flucht. Jetzt wird's nochmal. Jetzt lauer alle Team. Tschüss, smarte Maid. Ja. 2:09. Von der Insel entkommen. So. Okay, nichts wie weg hier. Ja. Nichts wie weg. Ist mir egal, was da war. Ich speichere jetzt schnell. Bumsi, bumsi. So träge, so träge. Der Leon. Endlich nach Hause. Ah, ja. Noch haben wir es nicht geschafft. Sehe ich noch nicht. Ich hoffe, ich muss mich jetzt nicht gegen irgendwas wehren noch.
Oh, oh. Danke. So, jetzt aber hol dich, Arschli. Echt jetzt? Okay. Ach du, ach, die verrecken alle, wa? Ah, krass. Das ist natürlich, das ist heftig. Game over für sie. Das ist ja, achso, nehmen wir nochmal, ich muss halten. Oh, spannend. Kann er den Serverschrank heben? Ja, er kann. Oh. Nicht schlecht, Alter. Jetski-Party! Bist du auf Nervenkitzel? Und wie? Dann halt dich fest! So, huhuhu! Dann mal schauen, ob der was wird. Ich hoffe, das Ding lässt sich besser steuern als das Boot. Ich kann nicht stehen. Mal Kopf runter. Na, das wird doch nicht. Das wird doch nicht. Ich lach mal tot. Ach du Scheiße. Oh! Ha! Oh Gott! Na, das ist ja ein Murks. Bleibst da weh der Scheiße hängen hier. Autsch! Nie, weg! Na! Oh, so schön mit dem Kopf hängen geblieben, Alter. Kann man machen. Fucking fly! Okay. Ist schon fetziger als im Original, muss ich sagen. Ich sehe nichts. Oh, scheiße. Oh, meine Nachbarn werden mich heute so lieben, ey. Festhalten, Arschli! Festhalten! Die Karre ist kurz vorm Verrecken! Damit schafft man über den Ozean! Alles okay? Keine Ahnung, das war echt heftig. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Vielen Dank. vielen Dank. Oh. Mission erfüllt, was? Es schubst auch runter. Mission erfüllt. Wenn du zu Hause bist. Danke für alles. Klar doch. Weißt du, ich könnte meinen Dad bitten, dich meinem Personenschutz zuzuweisen, wenn du willst. Du brauchst mich nicht. Ja, war First Try, Benny. Du kommst ganz gut alleine klar. Nur das mit dem Messer solltest du nochmal üben. Na komm, ab nach Hause. Oh, ey, wir haben es geschafft. Halleluja! Und der Ritt in den Sonnenuntergang, wie es sich für ein... Resident Evil gehört. Condor One, hörst du mich? Kommen! Hannigan! Ich sagte kommen, ist das Ding denn an? Leon, geht es euch beiden gut? Wo bist du? Komm schon! Tja, ihr Lieben, das war Resident Evil 4, das Remake. Es war großartig, es war stressig. Es hatte sehr, sehr schöne Szenen. Es hatte sehr, sehr, sehr stressige, sehr nervige Szenen irgendwie. Aber es war großartig. Hat mir gut gefallen. War es so gut wie das Original? Na, das muss wahrscheinlich jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe da auch eine klare Tendenz. Aber es war toll. Es war schön. Und ich würde sagen, bedanke mich bei allen, die jetzt zugeschaut haben und mitgefiebert haben und mitgelitten haben irgendwie aufgrund meines Gameplays. Und lasst uns kurz noch die Geschichte genießen, wie sie uns jetzt hier gezeigt wird. Von den wunderbaren Leuten aus dem Dorf Pueblo, bevor Settler kam. Und ich sage schon mal Danke. Und ich sage schon mal Tschüss, ihr Lieben. Tatsächlich bis gleich.
Und für alle YouTuber, würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar drunter lasst und einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Projekt wieder. Bis dann. Ciao. Stell mich durch. Ich habe den Bernstein. Ausgezeichnet. Eine Frage. Was wirst du damit anstellen? Ich bezahle dich nicht für Fragen. Nur so viel soll verraten. Ein neues Zeitalter bricht an. Hunderte werden ihr Leben für das eines Einzelnen geben. Ich treibe diesen Wandel voran. Dann geht es um Millionen von Opfern. Milliarden. Wie ehrgeizig. Wir ändern den Kurs. Los.